Liebe CrossFit-Passer-Community, herzlich willkommen zu unserer neuen Monats-Challenge im August. Ich darf an der Stelle Florian Hetzner beglückwünschen zum Sieg der letzten Challenge im Juni. Gratulation. Wir gucken uns an, was dieses Mal auf uns wartet. Der Sommer ist schon voll im Gange. Wir sind deswegen draußen unterwegs, damit ihr was von dem schönen Wetter mitbekommt. Konkret, wir sind hier an der äußeren Ramp. Da wird diese Challenge stattfinden. Sie heißt There and Back Again. Da kupfern wir ein bisschen ab von Tolkien. Dürfen das allerdings wörtlich nehmen, denn es geht tatsächlich darum, Items, die ihr jeden Tag in der Box wiederfindet, 24 Meter zu transportieren und wieder zurückzubringen. Wie das im Detail aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Eins weiter. Und da sind wir schon mit unseren 6 verschiedenen Items. Wie angesprochen, wir haben einen Matball. Der ist unterschiedlich schwer, aber gleichsam unhandlich. Für die Jungs 10 Pfund, für die Mädels 8 Pfund. Eine Black Roll, für alle selbstverständlich gleich. Eine App-Mat genauso. Es wird schwer, ein Sandbag für die Mädels, den 25er Sandbag, für die Jungs den 35er Sandbag. Wir haben einen Cone, einen Pylon, bitte den roten großen nehmen und ein bisschen versteckt eine Dumbbell, nicht zum Curlen, sondern zum Tragen. 10 Kilo für die Jungs, 7,5 Kilo für die Mädels. Wie gesagt, äußere Rampe. Das hier ist ein Pfosten. Hier geht die ganze Challenge los. Zählt bitte diese 5 Pfosten durch, damit ihr am anderen Ende angekommen seid. 1, 2, 3, 4, 5. Sozusagen der vorletzte Pfosten. Das ist eure Zielmarke. Ihr dürft diese 6 Items, entscheidet wie, zu diesen 5. Pfosten bringen, dort ablegen. Und erst wenn ihr alle Items dort abgelegt habt, tragt ihr diese Items wieder zurück. Ihr könnt selbstverständlich Items einzeln nehmen und nach vorne bringen. Ihr könnt 2 Items gleichzeitig nehmen oder ihr könnt vielleicht ein bisschen oha kreativ sein oder lustig. Es bleibt euch überlassen, wie ihr diese Challenge löst. Nochmal, seid kreativ und lasst nichts die Rampe runterfallen, euch selbst eingeschlossen. So. Es gibt 3 kurze, knackige Regeln. Die erste Regel lautet, für den Fall, dass ihr sie vergesst, hier steht sie nochmal konkret drauf, wenn ein Item runterfallen sollte, lasst es am Boden liegen, bringt die Items zum anderen Ende und auf dem Rückweg bringt ihr das runtergefallene Item zurück und tragt es gegebenenfalls dann mit anderen Items oder eben einzeln zu eurem Ziel. Zweite Regel, ihr dürft eure Textilien nicht verwenden, als Hilfsmaßnahme. Ja, das hier ist ein populärer Trick, vor allen Dingen, wenn man App-Mats aus der Box mitgehen lassen möchte. Das hier ist nicht erlaubt. Letzte Regel, ganz wichtig, ihr sollt die Items bitte nicht am Boden entlang schubsen, den Matball am allerwenigsten. Kein Item darf den Boden berühren. Das sind die Regeln. Nochmal, seid kreativ, habt Spaß. Ihr könnt sogar ein Race machen. Es sind 2 Lanes vorbereitet, einer auf der Außen-, einer auf der Innenseite. Und zu guter Letzt, nach 2 Minuten ist dieses Time Cap sozusagen beendet. Seid so schnell wie möglich. Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg bei dieser Challenge.